Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Politik Simulator 4 Power Evolution, dem 24. Politik Simulator mit mir zusammen Malte mit Großbritannien im Empire Modus und ja, ich begrüße euch wieder, denn wir sind wieder zurück mit Großbritannien, Freunde, und was haben wir beim letzten Mal nicht alles erlebt? Also wir haben unsere Aufrüstung vollendet, also unsere gesamte Armee ist jetzt hier soweit da, beziehungsweise gut, ich habe jetzt noch ein paar Soldaten ja durchgedrückt gehabt zur Bewachung von London, da stand uns soweit aus, ansonsten tatsächlich die Leute alle dahin gebracht, wo sie hin sollten. Genau, hier, Raketenwerferstufe 5, ihr seht's, ne, alles soweit ausgebaut, wie es sein soll. Ja, außer halt noch die Marine, gut, klar, die stehen noch offen, aber, ja, daran gehen wir erstmal nichts tun, denn, Freunde, wir sind dabei, unsere Inflation in den Griff zu kriegen. Und das lief jetzt zumindest auch erstmal ganz gut an, also seitdem wir jetzt hier nichts mehr gemacht haben, in den letzten paar Monaten, sind wir auch nochmal schön runtergegangen, von 22% schon mal runter auf 18, das heißt, ja, ich denke mal, zum ja, nächsten Jahr hin sollten wir uns unter die 10 gedrückt haben, vorausgesetzt, wir tun ja nichts mehr allzu Großes. Ansonsten nutze ich die Zeit für ein paar wissenschaftliche Experimente im Bereich hier der Windenergie. Hier hinten haben wir momentan noch ein paar Windparks jetzt gebaut, die noch offen sind, wo wir mal gucken müssen, was die Kapazitäten angeht. Preis-Leistungs-Verhältnis, ihr kennt den Spaß. Wurde ja von euch darauf hingewiesen, dass hier unten in Jemen die Ecke ganz gut sich bauen lässt. Und ja, muss mal gucken, dass wir dort hinterher sind. Ansonsten parallel sind wir dazu dabei, ja, unsere alten Nuklearkraftwerke abzureißen, Freunde. Die sind jetzt also dann auch bald Geschichte. Genau, das sind jetzt so gerade die Punkte, mit denen wir uns hier befassen. Ansonsten, denke ich mal, haben wir jetzt hier ganz guten Stand. Ach ja, und ich wollte noch was tun, fällt mir gerade ein. Ich wollte nochmal die Umweltsteuer erhöhen gehen, denn, Freunde, unser Wirtschaftswachstum, ja, ist tatsächlich wieder angestiegen auf 8%. Das heißt, da müssen wir, denke ich, nochmal hinterher. Ich wollte nochmal um 0,5% erstmal die Steuer erhöhen gehen. Ich weiß, ihr wisst ja jetzt, Freunde, ich habe jetzt tatsächlich momentan nicht mehr die Möglichkeit, da jedes Mal im Parlament mir eine genaue Prognose geben zu lassen, ob das so aufgeht oder nicht. Wir gucken jetzt mal rein, also für dafür kriegen wir tatsächlich jetzt die Mehrheit. Ja, haben wir tatsächlich noch drin, also tatsächlich für 3% reicht es auf jeden Fall noch, 18% die Mehrheit, das heißt, da kann ich auf jeden Fall noch locker weitermachen. Da sind unsere Leute, also das Parlament allgemein noch recht dafür, das heißt, sie rechnen damit, dass jetzt gleich wieder industriellen Aufstände kommen, genau, richtig, klar, gut. Okay, die gibt es jetzt halt immer, wenn du diese Steuer aufsetzt, aber damit kann ich ja durchaus noch leben. So, und mittlerweile jetzt hier, denke ich mal, London schon ein bisschen besser gerüstet. Ja, zumindest ein paar mehr Leute sind schon mal auf jeden Fall am Start. Und an einem Polizeimangel kann man sich nun wirklich nicht beschweren. Also guck mal, wenn ich jetzt hier die hinten dazu ziehe, das sind nochmal 300 Polizeieinheiten. Aber Freunde, das ist schon wirklich genug. Also Polizei regiert in London, möchte ich mal meinen. Also das möchte ich mal ganz kurz mal eben ansehen, bevor wir jetzt hier rausgeworfen werden. Wie viele Polizisten sind denn das über den Daumen gepeilt? Fast 1000 Stück, denke ich mal, die hier rumlaufen in London. Das ist schon ziemlich geil. Also zumindest polizeimäßig momentan ganz gut aufgestellt. Militär, wie gesagt, kommt jetzt nochmal wieder nach, was Soldatenanzahl angeht. So, und jetzt hoffe ich halt, wie gesagt, müssen wir das nochmal hinkriegen. Mit dem, wie ist es noch? Was suche ich jetzt für ein Wort? Mit ja, der Soldatenaufrüstung und den Umweltsteuern. Das müssten wir jetzt eigentlich so weit hinkriegen, dass wir dann jetzt weiterhin versuchen, dadurch dann und die ganze Geschichte hier auszubremsen. Ansonsten müssen wir mal gucken. Ja, Wahlversprechen kam das letzte Mal wieder rein, dass wir da halt noch ein paar Punkte echt offen haben. Ah, und das ist halt schwierig. Also Finanztransaktionssteuer sollte ich eigentlich runtersetzen. Nochmal, aber ja, wie gesagt, wirtschaftsaufbrummende Maßnahmen. Diese alle bin ich momentan nicht besonders für zu haben, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Ja, ansonsten natürlich klar, was wir letztes Mal noch gemacht haben, fällt mir gerade ein, natürlich. Wir haben noch die Weltraumprojekte aufgesetzt. Ne, vorhin sind also dort auch nochmal Fleiß hinterher, haben dort ja auch nochmal massiv was hingebracht. Was war das gewesen? Wir hatten, Sekunde, wir hatten hier genau Operation Moonwalk und Newton 2, also eine Raumsonde mit Probenrücksendung zum Mars und unseren ersten britischen Moonwalker bringen wir da hoch. Den ersten britischen Spaziergänger. So 8,4% Wachstum. Wie gesagt, wir sind dabei, es wieder irgendwie in den Griff zu kriegen. Was ich hier so mal ganz kurz nachsehen wollte, währenddessen wir parallel weitermachen können, ist so ein paar gescheiterte Projekte. Weil es waren nicht alle erfolgreich, es sind auch viele Dinge fehlgeschlagen. Sie sehen es zum Beispiel. Wir haben hier einen Fehlschlag von einer Weltraumsonde mit Landung auf dem Mars. Das war tatsächlich 2020 fehlgeschlagen. SpaceX ist mit der Weltraumsonde auch gescheitert, 2022. Dann Asteroiden und Kometen. Kometen, ja, Malte, wahrscheinlich, ne? Oh, Kometen. Ich geh durch, ey. Och, nee. Weltraumsonde mit Rücksendung von Proben von Asteroiden und Kometen. Ja, ist tatsächlich 2022 gescheitert. Indiens Plan mit der Raumsonde und Erkundungsroboter zum Mars ist auch gescheitert 2024. Dann die Weltraumsonde, Erkundungsroboter und Rücksendung von Proben. Tatsächlich hier sind wir den Japanern mittlerweile voraus. Das ist 2027 gescheitert. Beziehungsweise Footprint auf Weltraumsonde mit Rücksendung an Proben an die Erde ist von der ESA damals auch gescheitert.
Ja, und da sind wir jetzt tatsächlich ganz gut mit dabei. Können wir ganz kurz die Karte im Weltraumstatistiken öffnen, derweil das Umweltgesetz ist durch. Aufstände in London mal wieder, wo wir gleich hinterher müssen. Jupp, sofort. Guten Tag. Die Premierministerin von Litauen möchte ganz kurz noch Rindfleisch verkaufen, soll mir recht sein. So, Kaffee? Nein. Da nicht. Schönen Tag noch. So, Weltraumkarte. Also momentan, ja, ist mittlerweile schon ein bisschen vollgespickt. Ihr seht es hier schon, aber alles, was dieses dunkelgrüne ist, das, dunkelgrün, das dunkelblaue, das sind wir, Freunde. Da sind wir am Start. Also das sind unsere Projekte. Sekunde, also auf Erde haben wir jetzt halt Elizabeth One. Hier auf dem Mond, wenn ihr gucken wollt, haben wir halt einen Operation Moonwalk. Da ist auch tatsächlich jetzt die Chinesen und die Russen mit bei. Die haben das Startdatum 2031, die haben das Startdatum 2030 mit ihrem Moonwalk. Wir sind halt 2032. Also wir hängen jetzt knapp hinterher. Vorausgesetzt, die kriegen das halt so durch. Da haben noch Owen und genau, das war jetzt was gewesen. Das war der Moment Orbitalflug. Genau, und das ist die Weltraumsonde mit Landung. Ja, die tatsächlich auch da durch sind. Dann hast du hier noch eine Weltraumsonde mit Erkundungsroboter. Wir haben ja eine Weltraumsonde mit Erkundungsroboter und Rücksendung von Proben damals gehabt. Das war so ein bisschen besser als die Charge. Das ist tatsächlich auch eine Weltraumsonde. Das heißt, hier ist der mit Erkundungsroboter und der ist tatsächlich auch schon durch. Oh, der ist schon durch seit 2019. Alles klar. Gut, okay, also wie gesagt, also hier holen wir es tatsächlich auf. Also der Wettlauf um den Mond, um den Spaziergang auf dem Mond läuft jetzt gerade zwischen uns, den Chinesen und Russen. Wir haben tatsächlich momentan noch die schlechteste Ausgangsstellung, aber wir wissen zumindest auf jeden Fall, woran wir sind. Die Amerikaner haben hier, glaube ich, tatsächlich momentan nichts geplant auf dem Mond. So, dann haben wir jetzt hier, ist ein Weltraumprojekt starten, alles klar, das ist jetzt hier gerade Weltraumteleskope. Da könnt ihr sehen, wir haben halt eins, die ESA hat eins, die USA hat eins, die ESA hat zwei, die ESA hat drei, die USA, ja, genau, also vor allem die USA und die ESA sind hier mit Weltraumteleskopen unterwegs, wir eher weniger. Also zumindest mit einer noch, aber Russen und Chinesen halten sich zum Beispiel hier ganz zurück. Dass wir das mal ganz gut geklärt haben, haben wir jetzt eine Raumstation, beziehungsweise halt die ISS. Dort sind wir halt mit dem Module 1 vertreten gewesen. Da haben wir noch die Tiangong, was auch immer das ist, Bau einer Raumstation, alles klar. Der Dream Chaser ist halt der Aufenthalt nochmal von der ESA, die USA. Wir hatten den Aufenthalt dort und auch die Russen haben dort Ergänzung der ISS mit einem bemannten Modul nochmal gehabt. Also dementsprechend hier auch noch ein paar Staaten vertreten. Ja, Freunde, dann wird es tatsächlich ein bisschen verstreut und witzig. Ja, Mars, Freunde, da ist tatsächlich auch richtig Action angesagt. Wir haben dort also unsere Newton 2 jetzt geplant. Dort sind jetzt tatsächlich SpaceX, ist jetzt richtig fett unterwegs. Die wollen tatsächlich, ach du Heilige, haben die Technologie schon dafür zusammen? Oh, haben sie sogar echt zusammen, ach du Heilige. 2031, Freunde, will SpaceX hier tatsächlich die Kolonie errichten auf dem Mars. Das Journey to Mars ist auch, also der USA, die geben sich nämlich mit dem Mond ab, Freunde. Die, wenn die rocken, dann richtig. Die wollen jetzt tatsächlich also auf dem Mond drauf mit Spaziergang, alles klar. Hier der Erkundungsroboter ist jetzt tatsächlich also von den Chinesen geplant. Das ist das Einzige, was die Chinesen, glaube ich, hier haben, beziehungsweise sie haben noch hier auf den Nebenmonden unterwegs. Aber teilweise haben sie tatsächlich einen Erkundungsroboter geplant. Wir planen eine Rücksendung von Proben. Ist der schon durch? Der ist tatsächlich, oh, der ist schon durch, Freunde, auch schon seit ein paar Jahren. Arg, da hängen wir hinterher. So, das ist wahrscheinlich der Spaziergang auf dem Mars. Ihr habt tatsächlich der seit 2025 durch. Daran erinnere ich mich auch noch, dass da die Meldung gab. Also SpaceX ist uns auf jeden Fall noch als Privatunternehmen hier noch vorangestellt. Die Amis planen jetzt halt den Spaziergang auf dem Mars, da kommen wir auch noch nicht hinterher. Der Erkundungsroboter ist fehlgeschlagen, das heißt, Indien hat hier nichts zu melden. Ja, die Vereinigten Arabischen Emirate sind mittlerweile nicht mehr existent, um die brauchen wir keine Sorgen machen. Der Erkundungsroboter ist tatsächlich auch hier schon durch, da ist uns auch die ESA hier voraus. Die Rücksendung von Proben haben die Amis jetzt auch geschafft, 2023. Ja klar, okay, logischerweise wird jetzt da was anderes schon hinsenden. Was haben wir dann hier noch? Weltraumsonde mit Landung, gutes Fehlgeschlagen, hier hast du einen Fehlschlag und hier hast du nochmal Erfolg von einem bemannten Orbitalflug rund um den Mars. Aber muss tatsächlich sagen, Freunde, also hier ist tatsächlich SpaceX und die USA, die uns hier vorangestellt sind, den Rest müssten wir auch kriegen können. Wie sieht es hier auf den Nebenmonden aus? Das ist tatsächlich Rücksendung von Proben, von den Japanern fehlgeschlagen und von der ESA auch fehlgeschlagen. Also der Mond hat tatsächlich noch keine Proben zurückgesendet gekriegt. Und was war das andere hier jetzt noch? Der Deimos ist Rücksendung von Proben durch die Russen 2037 erst geplant. Vielleicht, Freunde, sollte man gucken, dass man nochmal Newton 3 und Newton 4 losschickt für die Monde. Was haltet ihr von der Idee? Ich glaube, die bietet sich gerade ganz gut an, wenn ich mir das so durchlese. Ich glaube, das machen wir. Newton 3 und Newton 4 schicken wir nochmal los. Raumfahrtprogramm initiieren. So, was ist denn das dann? Phobos und Deimos, ne? Richtig, Sekunde, kurz zurück zur Weltraumkarte.
Phobos und was ist das andere hier? Demos, genau. So, Weltraumprogramm initiieren. So, Phobos. So, Rücksendung von Proben. Genau. Von Phobos, das ist jetzt Newton Free. So, das ganze Ding wird dann auch subventioniert mit erstmal 3 Milliarden über den Daumen gepeilt. Und 100% Trägerleistung, muss man vor allem wieder gucken, aber letztes Mal haben wir glaube ich die Planeten da ein bisschen Strich durch Rechnung gemacht. Wurde das jetzt angelegt? Habe ich das gerade verpasst? Sekunde. Name? Ne, Initiator. USA, Russland, Großbritannien, Newton Free. Vorbereitungsphase, Finanzierungsphase, haben wir es, Newton Free. So, 20% ist gerade Fehlschlagsrisiko. Mal gucken, wie es erstmal mit dem Startdatum aussieht. Das muss ich jetzt erstmal gucken. 2032 ist Planet zu weit weg. 2031 geht wahrscheinlich überhaupt nicht. Nee, müssen glaube ich tatsächlich mit 2033 leben. Können wir gucken, ob wir ein paar Monate noch gewinnen. So, bis zum 2. 1. 1. geht nicht. 2. ist tatsächlich richtig. Und auch hier dann der 3.2. 33% Fehlschlagsrisiko ist das momentan und dafür können wir dann dementsprechend das Budget nochmal anpassen auf, sagen wir mal, 5 Milliarden sind bei 0% Fehlerquote, 4 Milliarden sind bei 11%, das heißt die Mitte wird sein 4,5 Milliarden. Boah, ist schon ein bisschen viel wieder. Machen wir 4,2 Milliarden. Ja, das ist in Ordnung. 6% Fehlschlagsrisiko, da sparen wir noch ein paar Millionchen. So, 2033, 3.2.2033 bestätigt. So, soll dann also dementsprechend an den Start gehen und dann noch die Newton 4. Die ist dann wiederum Weltraumsonde mit Erkundungsgeschichte für Deimos. So, das ist die Newton 4. Seht ihr, Freunde, wenn man sich mal manchmal von so anderen Starten mal inspirieren lässt, ne, dann lässt sich da auch nochmal hinterherkommen. So, auch hier werde ich es dann mit 4,2 Milliarden versuchen, dann weiß ich nämlich direkt schon mal, woran ich bin. So 100% und weiter geht's mit Initiator, Newton 4. So, Finanzierungsphase sieht momentan ganz gut aus. Wir gucken mal das Startprogramm, das Startfenster. Da kann ich sogar vielleicht noch in 2032 reinrutschen und dann hinten heraus 2032. Ne, das geht tatsächlich nicht. Also 2032 ist tatsächlich ganz hinten nicht mehr möglich. Das heißt, der 1.1. des Jahres ist wahrscheinlich das Beste, was du hier kriegen kannst. Richtig? Ne, 1.2. 1.2. ist das Beste, was du kriegen kannst. Beziehungsweise dann für uns auch hier wieder 3.2. Hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt ein anderes Datum gewesen wäre. Ja, Freunde, dann schicken wir gleich parallel mal eine richtige Raumflotte los. Genau. So sind auch dann 6%. Genau, was ich haben wollt. Genau, wird auch bestätigt. Bestätigen. So. Gut. Dann gucken wir jetzt nochmal auf die Weltraumkarte, Freunde. Jetzt müsste das schon mal wieder deutlich eher zu machen sein. Also wie gesagt, hier sind wir jetzt mit dabei. Hier wollen wir auch jetzt auf Phobos zum Beispiel, wollen wir jetzt hier die Ersten sein. Wie gesagt, die Japaner und die ESA hat es nicht geschafft, dort Proben vernünftig hin und her zu schicken. Und auf Deimos sind die Russen zwar am Start, 2037, aber wir werden jetzt einfach ein paar Jahre vor denen dort sein. So einfach ist das. Wir werden jetzt einfach 4 Jahre vor denen schon mal die Proben zurückkriegen. Oder, na gut, ich weiß nicht, Raumflugzeug ist wahrscheinlich noch ein bisschen noch hinne, aber ich wüsste, denke ich, was ich meine. Genau, so soll das also aussehen. So, das ist dann also die Mars-Ecke hier. Da haben wir Mond, Mars, Weltraumteleskop, Erde, den ganzen Scheiß haben wir geklärt. Das heißt, das Weltraummodul haben auch wir und wer war es noch gewesen? Queen Elizabeth, die 2. und die Inder haben es auch geschafft, nochmal mit der Umrundung, glaube ich. Genau, Erfolg des Programms 2022, wie als 2024, aber die Inder, denke ich, haben wir jetzt auch offiziell überholt. So, weiter geht's. Was haben wir jetzt hier? Das ist Merkur, Venus ist dann, glaube ich, das nächste, ne? Venus wäre dann auf der linken Seite von uns. Ich glaube, Venus ist tatsächlich das nächste, was man hinkriegen kann. Und auf der Venus sind momentan nur die Russen mit einem Erkundungsroboter unterwegs. Fragezeichen, kriegen wir auch einen Erkundungsroboter mit Proben wieder hin? Das ist hier die Frage. Venus, das wäre dann die Newton 5. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Bemannte Mission zur Venus. Mhm, interessant. Wir gucken erstmal auf den Erkundungsroboter. Erkundungsroboter Venus, ja doch, würde man hinkriegen. Dann nennen wir das nun mal, dann ist das jetzt tatsächlich nochmal Newton 5. So, wie gesagt, ich müsste mal gucken, dass wir ein bisschen mit den anderen Mächten mithalten. Das ist gerade so mein grobes Ziel. Machen wir es mal 3 Milliarden. Müssen wir mal gucken, dass wir auch hier eine 5. Startzeit an den Start kriegen. So, Initiator. Ich hoffe, ich kriege dann später die ganzen Newtons da auseinandergehalten, was hier wofür ist. So, Startedatum, Freunde. Versuchen wir uns natürlich auch nach vorne zu kratzen. Planet zu weit entfernt, Planet zu weit entfernt. 2031 geht also. Gucken wir, dass wir das jetzt nochmal weit nach hinten schlagen.
Also ich glaube, ich komme, ja, genau, also hier bis zum 8., 31. geht tatsächlich nicht. 26. Das wäre 75% Fehlschlagsquote, vorausgesetzt, ich kann jetzt aber vielleicht damit Geld dagegen halten. 5, 7, 7 Milliarden, guck mal, es war 41%ige Fehlschlagsquote. Und ich glaube, ich konnte ja nur 8, irgendwas, ne, 8,5 oder so. 8,4 war das gewesen, dann liege ich bei ungefähr ein Drittel Fehlschlagsquote. Ja, Freunde, ist hier die Frage, schneller Erfolg an der Venus, dann tatsächlich ein Drittel Fehlschlagsquote oder Zeit lassen? Ich glaube, hier gewinnt am Ende das Zeit lassen. Das heißt, wir gehen nochmal runter auf 3 Milliarden und dann ist Jahr 33. 3 Milliarden, dann ist Jahre 33 war es, glaube ich, gewesen. So, 33. Und dann ist hier nochmal vorne im Jahr. Nee, was doch, wollte gerade sagen, es war nämlich im 33 gewesen. So, im 3. Wann können wir es denn machen? 2. 1. 1. 33. Gucken wir mal, Ende 32. Ja, geht auch noch. 11. 10. Ne, 9. geht nicht. Das heißt, hier im Herbst 33. 3. Ja, 3. 33. 3. 10. 32. So muss richtig. 3. 10. 32. Und dafür können wir das Geld jetzt nochmal aufwenden. So, 5 Milliarden. Sind bei 5%. Sehr schön. Genau, so machen wir das dann. Also, der Venus-Erkundungsroboter hier wird dann auch nochmal hochgehen. Die Newton 5. So, wird tatsächlich auch bestätigt. Sehr schön. So, das heißt, wir sind also auf der Venus vertreten, Freunde. Und dann dürfen wir auch hier, wie gesagt, dann, na, die Russen sind 2032 am Start. Herbst 2032, wir auch im Herbst 2032, nur dass wir einfach legitim die Rücksendung noch mit haben, Freunde. Ja, wie gesagt, man muss den Russen auch vernünftig Konkurrenz machen. So schaut's aus. So, was haben wir denn hier noch? Das ist jetzt ESA und, also wäre es dann wahrscheinlich mal kurz, dann ist Merkur eigentlich auf der Inline. Der nächste hast du hier noch Kometen, Asteroiden. Kometen. Ich bin so. Freunde, nee. Also, ich weiß manchmal nicht, was mit mir los ist, ne? Das weißt du doch eigentlich. Ach, Mann, Gott, nee, Jungs, Mädels draußen, vergiss das einfach, was ich hier manchmal von mir gebe. Es ist zu viel. So, was ist denn, ich gucke es nur zumindest anders. Ich denke mal, bis Venus wären wir dann ganz zufrieden. Also, ich denke mal, wenn wir so Planeten um uns herum gerade an den Start bringen, ist das in Ordnung. Ich denke mal, Merkur will nichts machen, ich werde nochmal reingucken. Also, hier sind die USA mit Rücksendung von Proben beschäftigt, gehen auch in 2 Jahren an den Start. Da haben wir die Russen, die 2030 an den Start gehen mit dem Erkundungsroboter. Mal kurz, Sekunde, Erkundungsroboter. Nee, nur Erkundungsroboter, genau. Und wir haben noch einen Flug, ja gut, eine Orbitalsonde, okay, um den Merkur drumherum. Das ist, ja gut, das ist jetzt tatsächlich nicht die Prestigewelt. Das heißt also dementsprechend hier jetzt dann die Amis und Russen im Feig drin, wobei jetzt natürlich die Amis hier mit der Rücksendung von Proben nochmal deutlich aufrüsten. So, dann, was sagen die Kometen, Alter. Ich bin immer bei Kosmonaut, weil ich die ganze Zeit mit Russland rumlese. Es ist fürchterlich. Ob ich bei kosmetischen Produkten. Ich weiß es auch nicht. So, was haben wir hier? Die Rücksendung von Proben. Der Japaner ist hier das erste Mal fehlgeschlagen. Die Amis haben es geschafft, Proben zurückzusenden. Da haben wir noch 2 Orbitalflüge drumherum. Das heißt, hier haben die Amis tatsächlich auch schon quasi ihren Newton hingeschickt. Und dann bleibt nur noch die Sonne hier hinten im Innenbahn. Da sind jetzt 2 Orbitalflüge. Beide, glaube ich, von Erfolg gekrönt. Genau, 2021, 2022 von der ESA und den Amis. Ja, und dann geht es tatsächlich nur weiter weg. Und was haben wir denn hier jetzt noch? Auf dem Jupiter. Wir können zumindest mal gucken, was jetzt noch Rest so getrieben hat, Freunde. Orbitalsonnen von ESA und Amis. Und Orbitalsonnen nochmal von Amis um die Europa drumherum. Also tatsächlich hier hingehend noch 0, was irgendwelche Erkundungen per Roboter angeht. Gut, bei Gasplaneten weiß ich jetzt auch nie, wie geil das ist, aber Saturn sind wir auch noch gar nicht am Start, Uranus auch nicht, aber wichtig, ne, dass die Russen da hinten auf dem Neptun rumtouren. Ja. Sollen sie mir mal erklären, was das soll? Keine Ahnung. Okay, also was macht ihr denn auf dem Neptun? Ihr seid dort unterwegs mit einem Erkundungsroboter 2031 und der von Proben, mit Rücksendung von Proben, kommt ebenfalls 2031. Ihr seid gleich mit 2 verschiedenen Projekten betraut und hoffen, dass vielleicht eins von beiden glatt geht. Ich verstehe. Gut, aber okay, also wie gesagt, ich denke mal, wenn wir jetzt tatsächlich unsere Projekte so durchziehen, wie wir sie durchziehen wollen, dann, Freunde, sind wir, denke ich mal, nicht mehr allzu weit entfernt von den ganz großen Playern hier im Business. Also ist schon ganz in Ordnung. So, Aufstände jetzt in London nochmal ganz kurz, das, denke ich, kriegen wir nochmal geregelt. Aber, Freunde, ich denke mal, auch so eine kleine Weltraumfolge hat tatsächlich jetzt jemand an dieser Stelle ganz gut getan, dass wir dann mal so ein bisschen Überblick verschafft haben. So, mal gucken, dass wir jetzt hier nochmal alles platt kriegen. So, sehr gut.
So, dann warten wir nochmal drauf ab, dass jetzt nochmal die Nachrichten dazu verschwinden. Genau, sehr gut. So, was haben wir jetzt hier? Hungersnot, interessiert mich nicht. Schaffung von Newton Free, alles klar. Meiji Moon Explorer von Japan. Ich habe gerade hinsichtlich der Konkurrenz bekommen zurück. Ich komme hinsichtlich dieses Konkurrenzprogramms auf Sie zurück, da die entsprechende Agentur gerade eine Kommunikation in Bezug auf Ihre Vorschläge arbeiten veröffentlicht hat. Die Realisierungsziel ist aufs laufende Jahr 2029 festgelegt. Sie haben uns gegenüber einen Vorsprung. Wir müssen unsere Bemühungen verstärken oder ein größeres Risiko eingehen, um versuchen, an Ihnen vorbeizuziehen. Die Tatsache, diesen Erfolg als Erste erlangen zu können, wird für die Weltraumforschung schlaggebend sein. Zweite ist einfach wie in der Versenkung zu verschwinden. Ja, nee, Freunde, da kann ich tatsächlich nicht an den Start gehen. So, Newton 3 läuft an, Newton 4 läuft an, da haben wir Demos von Russland, ja, die haben 2040. So, warum kurz, Demos, Russland, oh, ich denke mal, ach so, kann das sein, dass die jetzt die nochmal was extra gesondert an den Start gebracht haben, weil wir es was an den Start bringen. Kommunikationsziel in Bezug auf Forschung am Abend veröffentlicht hat, die Realisierungsziel ist das laufende 2040. Wir haben noch einen Vorsprung gegenüber ihnen, das sind die guten Nachrichten. So, Newton 4, Newton 5 und Start von Newton 5, ja. Gut, also Sekunde, mal ganz kurz nochmal eben bei Demos vorbeigeschaut. Ich muss mal kurz wissen, ob das dann das ist, was ich denke, was ist, oder ob das noch was Neues ist. Mal ganz kurz vorbeigeschaut. So, da sind wir jetzt bei Russland, Phobos, Demos. Ne, das dürfte einfach dieses andere Projekt sein. Genau, das geht halt 2037 anstatt 2040 wollen sie da sein und wir wollen halt, ja, dementsprechend wahrscheinlich brauchen wir auch dann so 3 Jahre. Also ich denke mal, doch, wir kommen halt einfach vor denen da an, also ist in Ordnung. Und das andere ist auch nur tatsächlich das Konkurrenzprodukt, was man uns quasi vorgestellt hat, mit dem wir zu kämpfen haben, in Anführungszeichen. So, massiv natürlich Plus bei der Weltraumforschung. Wie gesagt, wir gehen jetzt in die Vorbereitung des Starts. So, was haben wir mit China jetzt da oben? Steigt mit einem Raumfahrtprogramm namens Venus CR09, das sind direkte Gehörigkeit zu unserem Programm, in den Wettlauf ein. Wir werden ja sehen, wer es als Erster schafft. Ei! Okay, das war jetzt aber vorher noch nicht da, oder? Also das war jetzt nämlich eine andere Nachricht. Das heißt, die Chinesen, ja, tatsächlich, Freunde, die Chinesen steigen hier hinein. Die steigen tatsächlich ein, Freunde, die bringen tatsächlich selber ihre Erkundungsroboter an den Start. Mit Rücksendung von Proben. Wann wollen sie es denn in den Start bringen? 2042, Freunde. Aber das könnte knicken. Wir sind 10 Jahre sind wir euch voraus, Freunde. 10 Jahre. Weil wir halt die Asche haben und ihr nicht. So läuft das halt. Empire-Business, Boys. So muss es. Gut. Okay, alles klar, interessant. Also, Freunde, wenn man tatsächlich sich selbst mal groß und mit einer massiven Attacke bewegt, Freunde, auf die Planeten und auf die Weltraumforschung, dann, Freunde, wenn sich die anderen Staaten bedroht fühlen, dann bringen die tatsächlich selber was auf den Weg. Das finde ich interessant. Neuer Aspekt im Game, den ich jetzt kennengelernt habe. So, 2042, wir haben mal einen großen Vorsprung. Ja, brauchen wir keinen Stress zu machen, Jungs. Also, die Chinesen, die schlagen wir jetzt locker, die stecken wir jetzt in die Tasche, Freunde. Also ich denke mal, wir können uns jetzt schon zum Nummer 3 mausern. Also mit den Russen sind wir so ein bisschen im Zweikampf drin. Die Chinesen haben es, denke ich mal, schon kriegen überholt. Ja gut, natürlich, also was den Mars halt insbesondere angeht, sind wir halt SpaceX und der USA unterlegen und im Allgemeinen halt noch der USA. Aber wir sind schon, ich denke mal, schon ganz gut dabei. Aber Freunde, ja, das Empire, da kann sich, denke ich mal, die Zeitungsberichte werden sich schon wieder gut lesen lassen. Ja, also die Prestige-Projekte, die wir jetzt hier an den Start bringen, Freunde, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Also da können sich der eine oder andere Start schon mal was von abschauen gehen. So, Honduras möchte ein Staatstreffen haben, sollen sie kriegen. Also auf jeden Fall gut Action drin, kann ich nicht leugnen. So, möglicherweise Sabotage, versuchen wir es nochmal. Wie gesagt, die Chinesen werden weiterhin schön brav sabotiert. Wir wollen nämlich Nummer 1 der Welt werden. So, hier sind wir 8,5%. Ich denke mal, das Ding ist durchgegangen. Genau, hier haben wir nochmal die offiziellen öffentlichen Finanzen, die nochmal hochgeschossen sind. Sind wir bei 11,3%, sind bei 1,4 Billionen. Sicher? Alter, nicht, dass ich es verrechnen lässt. Milliarden? Doch, Billionen. 1,4 Billionen, die wir pro Jahr mehr verdienen. Nicht übel. So, und übrigens, das hier ist die Nachricht. Also, unser Agent schätzt ein gewisses Risiko besteht, dass er entdeckt wird. Soll ein Spionagesetz wagen? Ja, genau. Und wenn er halt entdeckt wird, dann sollten wir da halt. Guten Tag, ich komme. So, Baumwolle, was haben wir jetzt hier? Baumwolle, du möchtest verkaufen, uns Baumwolle verkaufen. Ja, soll in Ordnung sein. Kaffee? Gerne. So, mal gucken, wie sind wir da drauf? Einigermaßen positiv. Was passiert, wenn wir einfach den Call der Menschenrechte setzen? Unser Land wird von vielen subversiven Strömungen heimgesucht und sie werden verstehen, warum wir gezwungen sind, darauf eine passende politische Antwort zu geben. Trotzdem ist Ihre Anfrage nicht sinnlos und wird nicht umsonst sein, denn wir haben in Zukunft schon vor, eine weniger strenge Politik zu betreiben.
Ah ja, interessant. Also wenn das Empire ja auch wächst, Freunde, dann hat man auch Einfluss. Nachdem man gesehen hat, Honduras, alles klar, hier wurden so einige Staaten geschluckt, ne? Da schlucken sie dann selber auch mal. Ne? Und sehr eingeschluckt. Und wenn es dann die bittere Pille der Menschenrechte ist. Bevor dann doch vielleicht nochmal wieder am Ende die da hinkommen, dann muss man gucken, ne, Freunde, dass man sah, dass man seinen eigenen Arsch retten geht. So, 1.5., wir kriegen jetzt dementsprechend nochmal einen neuen Monat. Zustand. Das heißt, jetzt gleich, denke ich mal, sollte ich meinen Blick dann doch nochmal auf unsere Kapazitäten werfen bezüglich der Energiewirtschaft. Eigentlich müssten jetzt ja gleich unsere Windräder mal fertig werden. Unsere Windparks. Aber ich denke mal, könnte es tatsächlich sein, dass sie das lohnt, zumindest die auf See dann tatsächlich zu bauen hier unten im Jemen-Gebiet. Weil die einfach nochmal 1 Terawattstunde mehr bieten. Das ist eigentlich schon ganz in Ordnung. So, lasst mal ganz kurz gucken, Freunde. Was haben wir denn jetzt hier unten? Seid ihr jetzt fertig? Nee, noch nicht ganz. Wie lange braucht ihr noch? 60 Tage, alles klar. Und du brauchst auch noch 60 Tage. Okay, 2 Monate braucht ihr also noch. Gut, dann geben wir euch die 2 Monate nochmal. Ich denke, das dürfte in Ordnung sein. Ansonsten, ja, schöpfen wir nochmal massiv Haushaltsreserven an. Wie gesagt, 724, so muss richtig, 724 im Jahr Haushaltsreserven haben wir. Ermordung eines berühmten Sängers. Ärgerlich, passiert aber. Ah, ansonsten, keine Ahnung, sollte ich mal gucken, ob wir vielleicht mal im Datenblatt mal was finden, aber hier haben wir auch gerade nichts stehen. Ihr seht auch hier, laufende Beobachtung, 5 von 24, aber das kann gar nicht sein, weil wir haben ansonsten keine Terrororganisation. Ist sowas wieder ärgerlich, Freunde. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt wieder dieses Ding. So, also es ist auf jeden Fall ein Bug, also ich sage euch, diese jedem Terroristen, das ist halt verbuggt, der Mist. Wir haben da halt auch sozusagen auch noch Agenten auf irgendwelche Datenblätter abgestellt, aber diese Ziele sozusagen von den Datenblättern, die gibt es gar nicht. So, und da wisst ihr jetzt also auch ungefähr, woran ihr seid, also Freunde, ja. Leider ist es halt so, mit dem zunehmenden Spielzeit nehmen leider auch die Bugs im Game zu. So, gut, okidoki. Saget mir mal, Freunde, was sagt denn eigentlich die Uhr? Die Uhr sagt, boah, ja, die letzten beiden Folgen waren, glaube ich, ein bisschen länger, Freunde. Ich denke, wir nehmen jetzt nochmal ganz kurz den nächsten Monat mit, wobei, ich glaube, nee, neue Zahlen kommen erst im Juli, ne? Ich glaube, die kommen erst im Juli. Wir gucken uns mal ganz kurz mal den neuen Monat an, aber ansonsten denke ich, haben wir heute auch auf jeden Fall wieder gut was gemacht. Also wie gesagt, ich habe jetzt Newton 3, Newton 4, Newton 5 an den Start gebracht und dementsprechend jetzt die Chinesen ein bisschen aus der Reserve gelockt. Ich denke, das ist schon soweit in Ordnung. Ansonsten nochmal ganz kurz in die Katastrophen hier vielleicht nochmal reingesehen. Hat sich hier jetzt was getan, so aus unserer letzten Folge noch heraus, aus den letzten Folgen. Ne, hier ist tatsächlich alles beim Alten geblieben, Freunde. Also tatsächlich für seine eigenen Geschichten hier zu spenden, das lohnt sich nicht. Das nützt nichts. Die Geschichten bleiben einfach erstmal bestehen. Kommen wir erstmal nicht raus aus der Nummer. Schade. So, Begräbniszeremonie, Chef der muslimischen Gemeinde. Sind wir natürlich auch mit am Start. So, solche Geschichten lassen uns ja nicht entgehen. So ist ja nicht. Ansonsten wurde noch häufig eingefordert, dass wir doch bitte schön Montenegro einnehmen sollten, um unsere Bahn zu vollenden. Ich überlege es mir vielleicht nochmal irgendwann. Also es wäre eigentlich im Sinn des LPs, aber mich wurmt, das muss ich auch ehrlich sagen, auch so ein bisschen, dass ich meine schöne Orientbahn nicht bauen darf. Nur weil Montenegro nicht will. Finde ich so witzig. Auf der anderen Seite selbe Problematik. Ich müsste da, glaube ich, mit Kommandotruppen einfallen. Einer meiner Männer konnte Schlüsselpositionen infiltrieren. Nach meinen Berechnungen ist der Informationsgewinn geo... Wenn du eine Nachricht anklickst und parallel der Autosave kommt. Liebe. Einfach Liebe für das Game. Herrlich. Genau, könnt ihr auf jeden Fall, ja, könnt ihr auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da lassen, einfach für dieses Game manchmal, ne? Also wirklich herrlich. So, was haben wir denn hier jetzt? Genau, also wenn ich jetzt hier die Kommandotruppen einfallen lassen würde, ja, dann kämen wir halt durch. Also wäre halt quasi ein bisschen am Spielgeschehen vorbei, aber es wäre halt für die Orientbahn. Auf der anderen Seite, Freunde, ist jetzt tatsächlich die Afrienbahn, ich glaube, so habe ich sie genannt gehabt. Eines der absoluten Main-Prestige-Ziele, Freunde, die kommen soll, eine Bahn, die ja von unten hier von Kapstadt, von Cape Town hier unten dann hochgeht, durch ganz Afrika hoch, dann Richtung Asien durchgehend verbindend ist. Aber Freunde, dazu müsste auch eigentlich die Orientbahn her, damit das alles hier, damit du wirklich durch die gesamte Welt reisen kannst, halt von vielleicht einem Tag oder so. Das wäre halt schon ziemlich geil. Dass einfach die Welt du noch mehr verbunden kriegst. Naja, gut, Freunde. Aber das, wie gesagt, ist erstmal Zukunftsmusik. Das heißt, also, ich bedanke mich euch draußen fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Halt die Ohren steif, haut rein und ciao.